Herr Hensch, die Bauern schaffen es trotz wirtschaftlich marginaler Bedeutung, etwa 0,8% des BIP, immer wieder die politische Agenda zu dominieren und ihre Pfründe, ca. 3,6 Milliarden Unterstützung pro Jahr, zu verteidigen oder gar zu erweitern. Im Vergleich dazu ist das Lobbying der für die Zukunft der Schweiz wesentlich relevanten IT kaum spürbar. Woran liegt das und wie kann Abhilfe geschaffen werden? Also ich glaube, jeder Schweizer hat ein wenig das Gefühl, dass er selbst ein Bauer sein sollte oder zumindest die Bauern unterstützen sollte. Und deshalb besteht bis ins Parlament hinein ein großer Drang, diesen armen Leuten zu helfen. Jetzt ganz im Ernst, es ist vor allem zu beachten, dass die ICT-Branche als fremd bis ausländisch wahrgenommen wird. Einerseits haben wir eine Technologie, die nicht bei uns primär erfunden wurde. Und das Zweite ist, dass sehr viele große Firmen, deren Namen man kennt, eben auch aus dem Ausland kommen. Und das führt dazu, dass es für uns sehr viel schwieriger ist, auf einer emotionalen Ebene den Kontakt herzustellen, während natürlich rational wir sehr gute Argumente haben, weshalb man mehr für die ICT tun sollte. Aktuell engagiert sich Swico vor allem zusammen mit den bürgerlichen Jugendparteien beim Referendum gegen das Bundesgesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, BÜPF. Was würde eine Annahme des BÜPF für die Schweizer IT-Unternehmen bedeuten? Also es würde natürlich für die IT-Unternehmen eine sehr große Belastung bedeuten. Einerseits operativ wegen der zusätzlichen Tätigkeiten, die sie tun müssen. Zweitens kostenmäßig. Sehr vieles müssen sie auf eigene Rechnung machen. Drittens aber vor allem auch psychologisch, weil sie eigentlich so Hilfs-Sheriffs werden und eigentlich mitwirken müssen, um ihre Kunden auszuspionieren. Das ist für jemand, der gewohnt ist, in Marketingkategorien zu denken, ein absolutes Unding. Bei den Startups fallen nebst den ETH-Spin-offs und Zürcher Neugründungen vor allem die große Anzahl erfolgreicher Unternehmen aus der Westschweiz auf. Was kann Ihr Verband beitragen, um den Startups aus allen Landesteilen noch bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verschaffen? Also die Rahmenbedingungen sind für alle Unternehmen ein Riesenthema. Wir sind dezidiert der Meinung, dass es nicht darum geht, Geld auszuschütten und einzelne Firmen zu fördern, sondern eben, dass man die Rahmenbedingungen generell verbessert. Bei den Startups steht im Vordergrund aktuell die Steuerfrage. Hier haben wir insbesondere im Kanton Zürich eine Regelung, die schlecht war. Sie wurde jetzt abgeändert und ist leider immer noch schlecht. Und hier muss dringend nachgebessert werden. Wir versuchen bei den Behörden darauf einzuwirken, dass sie eine Lösung finden, die eben auch international kommunizierbar ist, weil letztlich geht es ja darum, dass das Geld nicht nur aus der Schweiz kommen soll, sondern dass eigentlich weltweit sich Investoren interessieren für das, was bei uns passiert. Und das ist sehr bemerkenswert, was unsere Startups machen. Aber oft scheitern sie daran, dass sie eben zu wenig Mittel haben, um so rasch zu expandieren, wie es eben nötig ist, um dann global aktiv werden zu können. An zahlreichen Events, wie zum Beispiel Silicon Valley Meets Switzerland, oder in Bewegungen wie Digital Zurich 2025 wird versucht, die Position der Schweiz im internationalen Wettbewerb um die besten Startups zu definieren und noch zu verbessern. Wo stehen wir? Was kann die Schweiz? Was kann sie noch nicht? Also die Schweiz ist insofern ein sehr guter Nährboden, als wir exzellente Schulen haben. Und hier spreche ich nicht nur von der ETH, wir haben auch Fachhochschulen. Wir haben auch eine Berufsbildung, die eigentlich Leute befähigt, wirklich kreativ im entwicklerischen Sinne tätig zu werden. Also hier sind wir sehr gut. Was uns fehlt, ist ein bisschen der Humus. Eine Tradition, bei der man eben investiert und Geld auch einmal riskiert, was einem größeren Markt halt eher machbar ist als in der Schweiz. Und das Zweite ist, dass wir auch zu wenig die Kultur des Scheiterns kennen. Also in den USA ist eigentlich fast schon die Erwartung, wenn man ihnen Geld anvertrauen soll, dass sie schon mal Konkurs gegangen sind, denn dann wissen sie, wie das geht. In der Schweiz sind sie damit ein Paria und werden völlig nicht mehr berücksichtigt. Wenn man Zürich als Hotspot für IT-Unternehmen und Konkurrenten wie London, Berlin oder New York vergleicht, hat man den Eindruck, dass dort das gemeinsame Vorgehen von Politik, Wirtschaft und Verbänden besser orchestriert ist.
während sich in der Schweiz viele Verbände, Plattformen, Vereinigungen und Einzelne zu profilieren versuchen. Wie beurteilen Sie die Vorgehensweise in der Schweiz und die daraus abgeleitete Außenwirkung? Also man muss zuerst sehen, dass die Schweiz deutlich kleiner ist als die anderen Plätze. Und das bewirkt natürlich andere Skaleneffekte, andere Möglichkeiten. Vor allem aber, glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht einfach das Gefühl hat, wir seien schlecht und alle anderen machen das ganz toll. In der Realität, wenn man mit Kollegen aus dem Ausland spricht, haben sie ganz ähnliche Klagen, haben sie ähnliche Ausgangslagen und jeder hat das Gefühl, man könnte es noch besser machen. Das ist ja auch gut so, weil man will ja auch wirklich besser werden. Man braucht diesen Antrieb. Insgesamt, glaube ich, läuft es darüber, dass wir die Rahmenbedingungen verbessern, die Rahmenbedingungen für alle Firmen, aber insbesondere auch natürlich unter Berücksichtigung der besonderen Anliegen von Startups. Das ist, scheint mir der Königsweg zu sein. Natürlich gibt es noch Fördertöpfe, in Europa gibt es die, in der Schweiz gibt es die auch. Die haben aber natürlich das Problem, dass sie von den Anreizen her dann nicht unbedingt das bringen, was man eigentlich in der freien Wirtschaft erzielen würde, sondern dass immer der Versuch einer Steuerung, einer Planung und einer Lenkung damit verbunden ist. Und als Anhänger natürlich der freien oder zumindest einer sozialen Marktwirtschaft bin ich kein Freund dieser Steuerungsfunktionen. Anfang des Jahres hat sich der SAP-Vorstand Bernd Leukert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Erstaunen vieler Wirtschaftsführer klar für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgesprochen. Welche Position haben Sie und Ihr Verband in dieser Frage? Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ein spannender Ansatz. Insbesondere deshalb, weil es eigentlich radikal mit der Bürokratie aufräumen würde, die damit verbunden ist, heute Sozialleistungen auszuschütten. Deshalb finde ich, es ist durchaus wert, darüber zu diskutieren. Wenn man jetzt sich die Situation in der Schweiz anschaut, dann glaube ich, kommt das nicht in Frage, einfach weil wir uns auf einem Niveau bewegen, wo die Kosten nicht refinanzierbar sind. Und persönlich habe ich Mühe mit der Vorstellung, dass man eigentlich ohne etwas zu tun einfach Geld erhält. Das hat vielleicht mit meiner persönlichen Mentalität zu tun, aber ich finde, das gehört eigentlich zur Selbstverantwortung eines Menschen, dass er eben auch für sich selbst und seine Familie sorgt nach seinen Möglichkeiten und dass man eigentlich erst dann eingreift, wenn er es nicht hat. Aber wie gesagt, vom Konzept her finde ich eine spannende Idee und durchaus diskussionswert. Die digitale Transformation hat zum ersten Mal in der Geschichte großer wirtschaftlicher Entwicklungen das Potenzial, auch gut qualifizierte, bis vor kurzem noch als zukunftsträchtig geltende Berufe, zum Beispiel in der IT, zu eliminieren. Was bedeutet das für die Themenschwerpunkte und die Arbeit von Swico? Also die erste Feststellung wäre, dass das noch nicht sicher ist, ob es tatsächlich weniger Stellen geben wird per Saldo. Was es sicher weniger geben wird, sind minder qualifizierte Stellen und insbesondere in Hochlohnländern. Und das bedeutet natürlich, dass damit eine soziale Frage aufkommt. Wie gehen wir damit um, dass wir nicht mehr alle Leute beschäftigen können, dass gewisse Segmente in große Probleme geraten können? Und das sehen wir natürlich auch als eine Verantwortung, innerhalb unseres Verbandes darüber nachzudenken, wie wir hier weiterhelfen können. Ein anderer Aspekt, der nahe damit verbunden ist, ist, dass dann die, die weiterhin arbeiten, in einer Tretmühle sind, rund um die Uhr erreichbar sein sollen, jederzeit verfügbar, ständig Hochleistungen erbringen müssen. Auch das sind eigentlich Überforderungen. Und wir sind klar der Meinung und arbeiten auch daran, dass dieses Problem einmal offen adressiert werden muss, es muss erkannt werden und dann muss man auch versuchen, Lösungen zu finden und die können nicht von den einzelnen Firmen gefunden werden, sondern die müssen eigentlich zuerst einmal aus der Branche heraus entwickelt werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir nicht unbedingt möchten, dass der Gesetzgeber anfängt, da breit zu legiferieren, aber das wird natürlich eben von der Selbstverantwortung der Branche abhängen.